mobile Massage mache ich vor allen Dingen als Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz. Dadurch, dass man bequem auf diesem Stuhl sitzt, komme ich wiederum sehr gut an den Rücken und auch an den Schulter- und Armbereich, sodass ich auch die Arme mit integrieren kann. Ist hier stärker so okay? Ist es ein bisschen stärker? Das Tolle daran ist, dass man hier den Kopf nicht abgewinkelt hat, sondern wirklich auch so den Kopf gerade halten kann, ihn leicht nach vorne geneigt hält, was für den Nacken angenehm ist, als wenn ich irgendwie auch auf einer Liege liegen würde. Und ich finde das vom Sitzen her sehr gut, weil wenn du auf dem Bauch auf einer Liege liegst, bist du oft im unteren Rücken schnell im Hohlkreuz. Und Menschen, die jetzt zum Beispiel auch Bandscheibenprobleme haben, für die, finde ich, ist das Liegen auf dem Bauch dann auch gar nicht so gut geeignet. Wenn ich das jetzt am Arbeitsplatz anbiete, dann ist das auch nochmal was anderes. Also wenn ich hier sitze oder ob ich dann liege. Ich glaube, der Kreislauf, der versackt dann irgendwie auch nicht so stark. Also dieser Behandlungsstuhl, der ist von unterschiedlichen Ebenen her oder von unterschiedlichen Gesichtspunkten einfach gut geeignet. Die Behandlung, die ich als mobile Massage am Arbeitsplatz anbiete, ist eine Akupressurmassage mit vielen Elementen aus dem Shiatsu. Ich bin zwar auch ausgebildete Shiatsu-Therapeutin, ich habe auch 3 Jahre Shiatsu gelernt, aber mit den Jahren sind einfach viele Sachen so von mir selber hinzugekommen. Zum Beispiel mache ich auch viele Ausstreichungen und ganz klassisch Shiatsu ist ja auch auf dem Futon, auf dem Boden und hier auf dem Behandlungsstuhl ist es nochmal ein bisschen auch etwas anderes. Deswegen nenne ich es einfach Akupressurmassage mit vielen Elementen aus dem Shiatsu. Also ich benutze Daumendruck, Ellenbogendruck und auch Handballendruck. Das ist dem Shiatsu sehr, sehr eigen. Und auch eine gewisse Shiatsu-Technik. Das heißt, es sind sanfte Dehnungen, die entstehen. Also Dehnung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man arbeitet nicht mit der Kraft, also dass ich meine Hand kräftig auf den Rücken ablege und dann drücke, sondern mit dem ganzen Körper. Also man sagt auch, man arbeitet aus dem Haaram heraus, aus dem Bauch sozusagen. Aber wenn der Körper insgesamt eingesetzt wird, dann ist es vom Gefühl, was man dann für eine Behandlung bekommt, also fühlt es sich anders an, als wenn ich nur mit Kraft übe, die nur von der Hand ausgeht. Das ist dem Shiatsu sehr, sehr eigen. Es gibt das Meridiansystem. Die Akupunktur arbeitet auch mit einem Meridiansystem und auf diesem sogenannten Meridiansystem kann man sich wie so ein Verkehrsknotensystem vorstellen. Gibt es viele Punkte, die werden gedrückt, bearbeitet mittels Handballendruck, Daumen oder Ellenbogen. Genau, also man geht immer vom Gröberen zum Feinen, dass man zuerst die Hand vielleicht benutzt und dann zum Beispiel auch den Daumen. Also Shiatsu oder Akupressur ist eine Behandlungsmethode, die ist keine 200 Jahre alt, ist japanisch und hat ganz viele westliche physiotherapeutische Einflüsse. Das heißt, was passiert da überhaupt? Wenn man dann genau guckt, was ist unter diesem Bereich, wo ich vielleicht drücke, dann sind das oft Nerven, Knotenpunkte, Zusammenführungspunkte, Sehnenansätze, irgendetwas, was mit einer physiotherapeutischen Arbeit, auch mit einer manuellen Therapie oder was man dann halt so macht, auch gut zu behandeln wäre. Also es ist nicht immer so eine Vorstellung, oh, das ist so irgendetwas super, super Spirituelles und ich muss dann mich hineinversetzen, sondern das ist wirklich auch eine Handarbeit, die man auch sich erklären kann. Dass ich einfach durch Handballendruck, durch Ellenbogendruck, durch Daumendruck dann den Gewebebereich bewege. Es wird Wärme erzeugt, durchblutet
und Verspannungen können gelöst werden.